Hi und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, der Sommer, der ist ganz schön warm, deswegen mache ich recht wenig. Außerdem kommen jetzt noch die krassen Energiepreise dazu. Da weiß ich gar nicht, ob das alles wirklich noch rentabel ist, hier ein bisschen YouTube zu machen mit ein bisschen Werbeeinnahmen. Ich kriege zwar hin und wieder noch Produkte so zugeschickt, aber man muss sagen, für über 35 Cent die Kilowattstunde und eine Grundpreiserhöhung von 6 Euro sind jetzt nicht cool. Deswegen werde ich jetzt auch nur noch relativ interessante Dinge zeigen. Ist eigentlich sehr schade. Wir zahlen ja mittlerweile, ich glaube, den teuersten Strompreis in ganz Europa. Und das ist dann halt nicht so easy, mal eben ein Video zu schneiden, weil die meisten Zuschauer wissen gar nicht, wie viel Strom das eigentlich verbraucht. Das Filmen ist jetzt nicht so das Krasse, aber der Schnitt und das Rendern und das Hochladen, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Ich werde das Ganze auch über meinen Laptop machen. Kann sein, dass zum Beispiel auch das Audio jetzt nicht mehr so perfekt ist, wie wenn ich das hier an meiner großen Rappelkiste mache. Aber die ist halt größer, verbraucht noch mehr Strom als mein Laptop, wenn der arbeitet. Relativ schade. Was soll man dazu sagen? Irgendwie mega traurig, dass man so die letzten Jahrzehnte so viel Geld bezahlt hat für etwas, was anscheinend nicht so cool funktioniert hat. Jetzt haben wir halt den Salat und dürfen noch mehr bezahlen. Ist halt nicht in meinem Interesse. Ich würde euch lieber gerne sehr oft coole YouTube-Videos produzieren. Ja, aber so ein YouTube-Video kostet schon viel Geld. Und wenn man viele Videos macht und viel schneidet und sonstiges, dann kostet das noch mehr Geld. Und für den Zuschauer ist das nur, er klickt es an und sieht sich das an auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder auf dem Fernseher oder vielleicht auch am Computer. Ist jetzt nicht ganz so energieintensiv, wie wenn man den ganzen Schnitt und alles und die Produktion davon macht. Ich mache das alles alleine, alles auf meine Kosten. Das wird alles mit ein bisschen Werbeeinnahmen und ein bisschen Affiliate finanziert. Sehr, sehr schade. Lassen wir das. Wir schauen uns heute einmal hier die coole Uhr von X-Rex an. Sie soll eine automatische Zeiteinstellung haben. Ob sich da noch mehr verändert hat, weiß ich nicht. Ich habe mir das auch noch nicht im Internet angesehen. Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Und von dem alten Video ist der Link natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Und wir wechseln jetzt einmal auf den Unboxing-Tisch und schauen uns das Ganze einmal im Detail an. Und dann werde ich sie nachher irgendwo mal hinstellen. Dann schauen wir uns mal an, ob das mit der Lichtautomatik und so alles passt. Ich denke mal, das mache ich hier, weil ich hier auch schön meine Vorhänge automatisch dann verschließen kann. Weil da war ja irgendwie auch noch so eine integrierte Dimmfunktion oder man kann sie auch manuell steuern. Ein Timer und sonstiges, das ist richtig cool. Leider ist für mich das Kabel immer ein bisschen zu kurz. Sonst hätte ich sie da oben über meine Tür angebracht. Ich finde sie schon cool, aber Kabel war 1 Meter zu kurz für mich, ich glaube 1,50 war das oder 1,60, schon relativ lang für eine Uhr. Mal schauen, ob sich da was getan hat. Farbe, keine Ahnung, aber es gibt sie in Blau, Rot und Weiß. Welche ich bekomme, weiß ich nicht. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, ich weiß noch nicht mal, ob sie ganz ist, aber das werden wir jetzt zusammen auf meinen Unboxing-Tisch feststellen. Los geht's. Ja, das ist einmal die Verpackung, so kommt die Uhr zu euch. Natürlich ist da noch ein Versandkarton drumherum. Wir sehen jetzt hier oben einmal Button Battery Memory Time. Das soll irgendwie eine Zeiterhaltung sein, wenn da jetzt eine Batterie drin ist. Warum da jetzt Button steht, weiß ich nicht. 12 und 24 Stunden könnt ihr euch anzeigen lassen. Die Temperatur, ein Kalender, Datum, Temp. 5 Second Loop Display, also man kann sich das abwechseln lassen, Datum und Temperatur, ein Countdown Timer und ein Count Up Timer, Dual Use, also für den Tisch und für die Wand, Day Display, also Tagesdisplay, das soll dann relativ hell sein, gehe ich mal von aus, das war bei der anderen auch so, Celsius und Fahrenheit und ein Sonze, was das ist, weiß ich nicht. Hier auf dem Karton haben wir hier so einen Sticker, das ist dieser Amazon-Sticker, hier steht auf jeden Fall drauf, digitale Wanduhr, automatische Kalibrierungszeit. Hier haben wir nochmal die Farben auf der Rückseite, nichts Besonderes auf den Seiten, ja, ist auch nichts. Mach das mal auf, diesmal habe ich gar nicht reingeschwingt, hoffentlich ist sie auch heile angekommen, weil manchmal ist das so, wenn was verschickt wird. Sieht aber bisher ziemlich gut aus. Jetzt haben wir hier, wie beim letzten Mal, eine Montageschablone, damit ihr dann auch wisst, 27,5 cm ist der Abstand für die Löcher zum Bohren, wenn ihr das an die Wand anbringen möchtet. Ich finde das auf jeden Fall cool, dass hier so eine Schablone dabei ist. Eine Anleitung sehen wir hier auch schon und das große hier, was wir hier sehen, ist die Uhr. Die ist noch eingepackt. Die packen wir natürlich zum Schluss aus, weil wir haben ja hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt werde ich ein bisschen knistern. Ich werde jetzt hier einmal die Fernbedienung rausholen.
Und sie ist auch so wie das letzte Mal. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, es an- und auszuschalten. Ein Timer, Alarm, Set. Dann hier unten Enter, Exit, Timer. Celsius, Fahrenheit, 24 Stunden hoch und runter. Minute, Second, Hour, Timer, Set. Helligkeit hoch und runter. Und den Ton hoch und runter. Also laut und leise. Sind da schon Batterien drin? Natürlich, hier sind auch Batterien drin. Sie sind noch verschweißt. Das heißt, wir werden sie jetzt hier einmal rausholen. Das ist ein bisschen doof gemacht. Also dieses ganze Plastikzeug, ich bin da kein Fan von. Vor allem dieses Rausfummeln, wenn die in einer Folie sind, ist relativ doof. Aber gut, manche Hersteller bekommen das auch nur so geliefert und wahrscheinlich ist das auch, dass sich das nicht entlädt. Aber kann man auch anders lösen. Ich finde das jetzt nicht so cool. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber man sollte auch immer an den Umweltaspekt denken, weil manche Dinge ergeben wirklich Sinn, manche Dinge halt nicht. Und sowas ist echt eigentlich Schwachsinn. Das ist genauso wie einzeln angeschweißte Paprika. Ist eigentlich in meinen Augen auch nicht wirklich förderlich. Ja, komm her. Ja, so ist die Fernbedienung. Hier vorne Infrarot. Legen wir mal an die Seite. Jetzt fange ich wieder an zu knistern und hol mal hier die Schnur raus. Ist genauso lang wie das letzte Mal. Also da sehe ich jetzt auch keinen Unterschied. Ein Netzteil mit CE-Logo, TÜV-Siegel, GS und was steht hier drauf? 12 Volt, 1 Ampere. Ja, so wie es halt sein soll. Und die Uhr verbraucht halt auch nicht so viel Strom, wie da steht. Aber es ist immer ein bisschen Reserve. Das ist eigentlich sinnvoller. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Uhr an. Sehe ich schon, dass da noch Folie drauf ist. Hier haben wir nochmal die Anleitung. Ah, oh, da kriegt man aber eingefunkt. Junge, Junge, Junge. Und das ist doch nur. Ja, das ist statische Aufladen. Was haben wir denn hier? Hier ist erstmal alles auf Englisch. Und ja, Anleitung komplett auf Englisch. Sehr, sehr schade. Hier steht jetzt halt, wie das alles funktionieren soll. Ja, sparen wir uns das mal für heute. Ich meine, die letzte Uhr, die war, glaube ich, mit einer deutschen Anleitung. Ich habe sie aber nicht mehr. Sie habe ich ja verschenkt, komplett. Nicht nur in Teilen. Schauen wir uns das Ganze mal hier erstmal die Rückseite an. Da haben wir hier die Bohrlöcher. Hier ist ein Lautsprecher und der Sensor verbaut. Also hier wird wahrscheinlich der Lautsprecher sein. Hier ist der Sensor. Dann können wir hier unten Helligkeit einstellen, High, Low, Auto. Hier unten haben wir dann nochmal einen Fühler, der hier rausguckt. Der sollte eigentlich nicht angegrapscht werden, habe ich aber schon. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn das halt läuft, dann verfälscht das die Werte. Hier haben wir auch nochmal einen Sensor, der sieht aus wie ein Fotosensor. Das wird wahrscheinlich für die Helligkeit sein. Snooze, dann haben wir Timer zum Einstellen, 12 Stunden. Eigentlich alles, was auf der Fernbedienung auch zu finden ist. Hier unten haben wir nichts. Und hier auf der Kante haben wir auch nichts. Hier an der Seite haben wir nichts. Und da haben wir auch nichts. Dann haben wir hier einen Fuß, den können wir klappen. Ja, funktioniert. Hier sind wieder Batterien drin, das sind die für die Erhaltung. Sie sind jetzt nicht eingeschweißt, sonst besser. Na, komm her, Kollege. Da das Ganze ja mit einem Netzteil betrieben wird, die sind ja nur zum Speichern der Uhrzeit gedacht, es läuft nicht darüber. Wir haben jetzt hier einmal einen Kabelausgang, da können wir das Kabel hier einmal senkrecht rausführen oder einmal seitlich. Das zeige ich euch mal eben. Das können wir dann hier so reinlegen, da sind auch so kleine Nasen, dann wird das so eingehakt. Oder aber wir können das hier um die Kurve legen, je nachdem, wie ihr das am besten wollt. Mit ein bisschen Druck passt das da auch rein. Sollte man auch nicht so viel Angst haben. Jetzt kann man das hier unten einstecken. Da ist der Anschluss dafür hier irgendwo verborgen. Bitte zu doof. Ja, ist ein bisschen fummelig, aber das macht ihr ja noch einmal. Ist aber jetzt nicht wirklich herausfordernd. Deckel drauf. Und dann werden wir jetzt mal die Schnur hier einstecken. Natürlich werden wir jetzt erstmal dieses statische Knisterdingen hier entfernen. Boah, die sieht echt geil aus wieder. Die gefällt mir. Ich sehe hier gerade, da ist der Infrarotempfänger. Aber viel mehr sehen wir nicht. Die ist komplett schwarz. Und jetzt drücken wir mal hier den Powerknopf. Und 12:01 Uhr, kommt natürlich nicht hin. Wird sich noch synchronisieren. Die Farben sind geil. Ich gucke mal auf die Kamera. Es sieht genauso aus, wie das jetzt hier liegt. Also es ist wirklich eine grelle Farbe. Echt geil. Was können wir hier machen? Wir können die Beleuchtung an- und ausschalten. Dann ist sie aus.
Aber sie ist jetzt nicht zurückgesetzt. Wir können jetzt hier den 24-Stunden-Modus, seht ihr hier an AM und PM, ne, das können wir deaktivieren. Dann können wir hier irgendwas mit Ton. Wir haben ja hier auch die Möglichkeit, eine Alarmzeit einzustellen. Dann können wir das leiser machen. Zeigt er hier natürlich erstmal, dass alles falsch ist. Hier hat er einen Empfang. Das ist der Empfangsstatus. Das ist ja eine Funkuhr, so wie es ja da angegeben ist. Ich denke mal gleich, dass sie sich synchronisieren wird. Die Helligkeit können wir hier runterstellen. Das ist die dunkle Stufe, mittlere Stufe, ganz helle Stufe und geht noch eine. Also eine, zwei, drei, vier Stufen. Und zu guter Letzt können wir ja das Licht hier auch noch mal komplett ausschalten, wenn euch das auf den Sender geht. Ja, also echt cool. Dann können wir hier so einen Timer setzen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Muss sie mir aber auch erstmal heller machen, weil aus meiner Position sieht man das jetzt nicht so toll. Ich werde das Ganze mal heller machen. Ich sehe gerade, da sieht so aus, als ob das nicht komplett durchgehend ist, aber ihr seht meine Hand, die Sonne scheint jetzt hier drauf. Also es ist eigentlich so, dass das schon ziemlich eine durchgehende Beleuchtung ist, aber ich habe hier das Glück, dass immer, wenn ich Videos mache, die Sonne hier reinschallt. Ist eigentlich schön, so ein natürliches Licht, aber nicht, wenn etwas reflektierend ist. Das verfälscht natürlich ein bisschen das Ergebnis. Gucken wir mal hier Alarmset. Jetzt können wir hier, wir haben jetzt 3:16 Uhr laut dieser Uhr. Wir machen jetzt mal hier Alarm 1. Den schalten wir jetzt mal an. Weiß jetzt nicht, wo das geht. Dann gehen wir erstmal hier auf Stunde. Alarm 1, Alarm Set. Set. Achso, wir müssen hier auf Set drücken. Dann können wir hier das einschalten. Hoch. Genau. Dann müssen wir wieder auf Set drücken. Und dann können wir ja hier die Stunde. Was war das? 3:17 Uhr. Dann machen wir jetzt mal hier 3 Uhr Set. Und hier auf 3:19 Uhr. Den rum erzähle, ist das natürlich schon ein bisschen fortgeschritten. Dann gehen wir wieder auf Set 1E. Ich denke mal, das heißt einmal. Und da werden wir gleich mal sehen, ob das auch wirklich geil ist, wenn das jetzt hier gleich den Alarm hat. Finde ich eigentlich ziemlich cool für so ein Gästezimmer oder sowas. Da kann man das ein- und ausschalten oder für euer Kinozimmer, und wenn ihr dann sagt, so ja, aber wir gucken jetzt nur bis da 23 Uhr, dann könnt ihr das damit machen, es sei denn, ihr habt ja so diesen Amazon-Sprachassistent oder sowas und eine Smartwatch, aber das ist eigentlich auch ziemlich cool, damit man immer zur gleichen Zeit oder für eine Bibliothek oder so, das ist eigentlich ein schönes Display, aber eigentlich auch wieder hammerschade, dass das nicht über meine Tür passt. Finde die echt cool. Ja, jetzt haben wir noch eine Minute. Wir werden uns jetzt noch mal hier anschauen, was die Uhr noch kann. Steht denn hier mit der Zeit? 8 Sprachen, 8 Language Selection. Ach so, da können wir sogar noch einstellen. Jetzt piepst die. Okay. Wie mache ich das aus? Alarm Set. Einfach irgendwas drücken. Okay. Und wenn ich den Alarm wieder ausmachen will, gehe ich jetzt hier wieder auf Set, runter, Set, Alarm ist aus. Dann können wir hier noch die Uhrzeit einstellen. Das möchten wir jetzt nicht. Wir können jetzt hier auch einfach auf Set drücken. Set, dann sind wir da wieder raus. Set, wenn wir jetzt hier auf Set drücken, dann können wir hier die Sprache verändern. Das können wir jetzt auf Deutsch machen. Mit Set bestätigen wir das. So, dann können wir jetzt hier selber manuell das Ganze einstellen, wollen wir aber eigentlich gar nicht. Okay, wenn wir jetzt hier auf Month und Date gehen, genau, da können wir uns hier die Temperatur anzeigen lassen. Dann wechselt hier auch das Datum. Aber meine Frage, wie das Ganze jetzt hier mit dem Funk funktioniert, ist noch nicht beantwortet. Ich sehe jetzt hier auch nicht irgendwie einen Punkt in der Anleitung, wo das dort behandelt wird. Ich denke mal, nachdem ich jetzt hier die Sprache eingestellt habe, dauert das wahrscheinlich noch eine kleine Weile und dann wird er die Uhrzeit selbst einstellen. Wir haben jetzt 9:16 Uhr laut Netzanbieter. Wir warten jetzt nochmal einen Moment. Es sollte eigentlich von alleine funktionieren. Ja, ich dachte erst, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Ja, ich habe da oben gedrückt, gemacht, getan. Auf einmal ging es dann mit der Zeit. Kann ich auf jeden Fall einen stündlichen Gong noch einstellen.
Den kann man auch zum Beispiel permanent zu jeder Stunde, dann kann man den ausschalten komplett oder dass er nur zwischen 6 und 21 Uhr einen stündlichen Gong erzeugt. Ja, dann ist zwischen 22 und 5 Uhr ist Ruhe. Dann können wir hier noch den Timer Up und Down einstellen. Alarm können wir auch einstellen und zwar jeden Tag oder nur montags bis freitags und only working on weekends, also dass es nur am Wochenende passiert, dieser Wecker, dass ihr dann eine unterschiedliche Weckzeit programmieren könnt, finde ich ganz cool. An sich finde ich die Uhr, die gefällt mir und ja, wir sehen jetzt 3.36 Uhr. Ihr seht jetzt, ich werde jetzt diese Uhr an einen anderen Platz positionieren und dann schauen wir uns sie noch mal ein bisschen an, wie sie so aussieht, wenn sie so irgendwo steht. Vielleicht sogar auf dem Regal oder so. Mal schauen, weil das Kabel ist relativ kurz. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. Ja, ich habe die Uhr mal hier positioniert. Nur habe ich folgendes Problem. Um euch das zu zeigen, ist das nicht ganz so einfach. Ihr seht, das ist jetzt nicht alles so schön kontrastreich. Das Grün ist eigentlich mega krass grün und das Weiß ist eigentlich schön hell. Mit der Spiegelreflexkamera ist das halt ein Problem, euch das ja, in einer vernünftigen Farbe zu zeigen. Es ist nicht so einfach. Wir werden das jetzt einmal hier rausziehen. Dann geht die Uhr aus und dann schauen wir mal nach, ob sie dann auch da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Das funktioniert auch astrein. Das Dimmen funktioniert auch. Dimmt automatisch auf und ab, je nachdem wie die Helligkeit ist. Das könnt ihr natürlich ein- und ausschalten, dass das auch dauerhaft dann so bleibt, wie ihr das möchtet. Ist eigentlich ziemlich cool. Ich werde jetzt ein bisschen an der Kamera rumdrehen. Ich werde dabei den Ton ausmachen, weil ihr das sonst als unangenehm empfinden könnt. Und dann werden wir einfach mal versuchen, das Grüne mal so auf dem Bildschirm zu bekommen, wie es auch wirklich ist. Tja, ich werde versuchen, euch ein schönes Foto zu machen, aber das ist halt nicht so einfach mit der Kamera. Ich danke euch erstmal fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Björn. Und Infos zum alten Video und zu diesem Produkt und zu der anderen Uhr, die ich mal hatte, die in komplett rot war, die auch eine krasse Farbe hatte und auch die fast identische Funktion, außer das mit der Funkuhr. Alles dazu halt in der Videobeschreibung mit Links, Affiliate. Wenn ihr darüber kauft, bekommt ihr eine kleine Provision. Ich danke auf jeden Fall X-Rex für das Produkt und ja, bin zufrieden. Nur das Kabel könnte halt ein bisschen länger sein. Leider. Oder ein Verlängerungsstück dabei legen, damit man die vielleicht auf 4 bis 5 Meter verlängern könnte, die Leitung. Und dann wäre das eigentlich optimal. Sehr schade, weil das Produkt ist eigentlich ziemlich cool. Immer dieses kurze Kabel. Weil Batterie ist da echt nicht möglich, weil die echt hell ist und das verbraucht natürlich Strom. Ja, ich danke auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Björn.